DMZ Season 6 ist da und hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Wir fassen jetzt nochmal diese Veränderungen zusammen und schauen uns vor allem an, welche Konsequenzen diese Veränderungen denn möglicherweise für die Zukunft von der DMZ bringen. Außerdem ein Punkt in eigener Sache. Am kommenden Donnerstag, am 5. Oktober, findet das COD Next Event statt. Dieses Event wird Informationen bringen über den Multiplayer, Modern Warfare 3, den Zombie-Modus, aber vor allem auch für Warzone und damit möglicherweise auch für die DMZ. Also ein ganz, ganz wichtiges Datum. Wir werden uns das live anschauen. Ihr seid eingeladen, könnt gerne mitschauen. Bringt Popcorn mit, Nachos, kalte Getränke und dann schauen wir uns um 18 Uhr das Ganze gemeinsam an. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich auf die Watchparty. Das hier ist der Blogpost zu DMZ Season 6. Ich verlinke euch das ganz unten, könnt ihr euch selber nochmal komplett durchlesen, wenn ihr möchtet. Und zwar ist es so, dass die Inhalte für die DMZ eigentlich gleich null sind, aber auch für Battle Royale und so weiter, also da keine Panik kriegen. Allerdings gibt es sehr, sehr krasse Gameplay-Veränderungen, die das Spiel grundsätzlich komplett auf den Kopf stellen könnten. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es geht los mit Prepare for the Haunting. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, dass sie sagen, dass eine der Main-Contents für die DMZ das Halloween-Event sein wird, was dann am 17. Oktober startet. Also hier besonders spannend, dass sie besonders hervorheben, dass das Halloween-Event in der DMZ einen besonderen Stellenwert haben wird, weil wir nur hier in besonderer Art und Weise dieses Haunting-Event gut erleben können. Denn hier fehlt der Zeitdruck, die Zone, andere Spieler, die einen ständig jagen. Also in der DMZ wird natürlich auch gejagt, aber nicht so extrem wie in einem Battle Royale oder Wiederbelebungsmodus. Das heißt, hier haben wir viel mehr Zeit und können uns viel mehr im Detail alles anschauen. Die neuen Bosse, die Zombies, das wird ja eine Nachtmap werden. Also man kann wahrscheinlich die ganze Atmosphäre und das ganze Spiel viel besser genießen und in sich aufsaugen. Das ist die schöne Sache. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich dazu sagen, dadurch, dass jetzt Zombies in die DMZ kommen, sagen viele, okay, das ist jetzt der erste Schritt vom, der erste Schritt vom Ende, der Anfang vom Ende, weil der Zombie-Modus in Modern Warfare 3 ja mutmaßlich möglicherweise die DMZ ablösen soll, was ich noch immer noch nicht glauben mag. Aber, und dass das jetzt dieses Haunting-Event ein erster Schritt ist, um die Spielerschaft der DMZ bereits zu Modern Warfare 3 Zombie-DMZ rüberzubringen und darauf einzustellen. Kommen wir jetzt erstmal zu den inhaltlichen Veränderungen. Da haben wir drei große Punkte und wirklich große Punkte. Der erste Punkt ist erstmal Assimilation now allows a maximum of 4 players per team. Das heißt, es gibt keine 6er Platoons mehr. Ihr habt ja mittlerweile wahrscheinlich alle mitbekommen. Die 6er Platoons sind genervt worden. Es gibt maximal 4er Platoons. Das heißt, zum einen haben wir keine Pre-Made Teams mehr von 3 und 3er Gruppen. Also diese Gruppen, die zu 6 bereits sich vornherein abgesprochen haben und über Discord, Teamspeak, wie auch immer, dann sozusagen in die Runde gegangen sind und gemeinsam eine Runde gestartet haben, um dann sich dort in einer Runde zu finden und gemeinsam die Map unsicher zu machen. Die sind erstmal weg. Außerdem ist es so, dass natürlich die Anzahl der aufgenommenen Leute stark sinkt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in einer Runde insgesamt über einen langen Zeitraum viel weniger Spieler da sein werden, weil natürlicherweise weniger Spieler aufgehoben werden und dadurch circa, lass mal ganz grob sagen, 20-30% wahrscheinlich zum Ende einer Runde hin weniger Spieler auf der Map sein werden. Das heißt, die Map wird insgesamt ruhiger und ich sage jetzt mal gemütlicher, langsamer. Außerdem ist es so, dass sich viele Strategien verändern. Ashika Island beispielsweise war eine gängige Strategie, dass man direkt am Anfang ein 6er Platoon bildet, also das 3er Team rennt nach rechts oder links zu dem nächsten Spawnpunkt, greift dort an, egal ob sie gewinnen oder verlieren, es wird gemerged, also entstehen dann sozusagen große 6er Platoons, die dann gemeinsam die Map unsicher machen. Das ist eine Strategie, die jetzt nicht mehr geht. Wenn das 3er Team auf das andere 3er Team trifft, kann nur noch einer aufgenommen werden. Und wenn es ein Pre-Made Team ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass das 3er Team eher gemeinsam rausgeht, als dass sie einen in das andere Team lassen, was ja auch keinen Spielspaß mehr bringt. Das heißt, die Anzahl der gemerchten Teams wird deutlich abnehmen, vor allem auf den Großmaps, wie zum Beispiel Al-Masra. Und auf Ashika Island wird es natürlich noch PvP-Fokus geben, ganz klar. Aber das Spiel grundsätzlich wird sich komplett verändern. Das Gameplay wird ein ganz anderes sein. Und auch die Strategien werden sich grundsätzlich ändern. Schlussendlich ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel Duo-Teams, also wenn ihr mit einem Kumpel in eine Runde reingeht und von einem Team gekillt werdet, in der Regel nicht oder eher seltener in ein anderes Team aufgenommen werdet, weil natürlich der Kollege dann alleine da drin ist und ihr nicht mehr mitkommen könnt. Das heißt, solche Kombinationen, die es früher ganz normal waren, wird es jetzt nicht mehr geben. Also sozusagen hier ein Nerf für größere Gruppen oder auch kleinere Gruppen, die sich merchen, das geht nicht mehr. Man kann jetzt sagen, okay, das ist natürlich ziemlich gemein gegenüber Duos und Trios.
Andererseits muss man natürlich sagen, dass das im Vorhinein sehr, sehr overpowered und sehr stark war, dass Zweier- und Dreier-Teams immer die Chance hatten, auf ein Dreier-Team zu treffen und dann eine große Truppe zu bilden und im Platoon weiterzugehen. Das war natürlich extrem stark und ein starkes Ungleichgewicht in der DMZ. Und dass das jetzt auf Vierer runter ist, ist natürlich ganz gut. Bringt aber natürlich auch die Nachteile mit sich, dass Duo-Teams beispielsweise getrennt werden und nicht mehr so die Möglichkeit haben, in andere Teams aufgenommen zu werden wie vorher, was natürlich dann wiederum einen bitteren Beigeschmack da lässt. Ich habe so ein paar Zahlen gehört, wir haben auch viele Umfragen dazu gemacht und ich glaube, wir können ganz grob sagen, dass ungefähr 60-70% der Spieler ungefähr diese Änderung positiv annehmen, sagen, das ist eine sehr, sehr gute Sache und vielleicht 30-40%, die wirklich primär im Duo oder im Trio von vornherein reingehen, sich erstmal benachteiligt fühlen, aber da müssen wir natürlich gucken, wie sich das auf die Dauer auswirkt und wie sich diese Leute vielleicht anpassen und wie sich das Ganze verändert insgesamt. Die zweite große Sache ist das Bartern von Doctex, das heißt, wir können jetzt mit unseren Marken handeln. Also wenn wir eine Bronzemarke haben und vorzugsweise auf Ashika Island, wo das da sehr, sehr gerne gemacht wird, die Barterstation des Plünderers finden und dort handeln, können wir unsere eigene Marke benutzen, um den Handel voranzutreiben. Das ist natürlich super, super, super geil, weil gewisse Handelsmöglichkeiten gar nicht gegeben waren, zum Beispiel Gold im Marken einzutauschen. Jetzt ist es so, wir können unseren Charakter selber auf Gold bringen, dann zum Beispiel zu einer Plündererstation gehen und dort unsere goldene Marke gegen das Item unserer Wahl eintauschen, was sehr, sehr geil ist. Achtung, hier gibt es eine besondere Sache und zwar ist es so, dass man natürlich Charaktere auf Maximal Level kriegen kann, also auf Stufe 10 und mit der Damaskus-Marke dann zu einem solchen Händler geht und es gibt Händler, die dir für diese Damaskus-Marke einen Generalschlüssel geben. Also das kann natürlich auch sehr abused werden, dass Leute dann entsprechend immer ihre Damaskus-Marken eintauschen, Tonnen von Generalschlüssel farmen. Mal gucken, ob das vielleicht so eine Lücke ist in diesem System. Aber generell sorgt es dafür, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, zu handeln, was vorher unmöglich war, weil es teilweise wirklich, wirklich schwer war, Damaskus-Marken überhaupt zu finden. Die dritte Änderung kriegt ein ganz, ganz großes Plus von mir. Und zwar ist es so, dass wenn ihr jetzt einen Handauftrag überlebt, also Spieler nehmen einen Handauftrag an, jagen euch und ihr überlebt das über die 5 Minuten, dann ist es so, dass ihr nach dieser Zeit eine UAV, also eine Belohnung bekommt. Das war ja schon immer so die Überlegung in der Community, warum es gibt sich irgendwelche Belohnungen, zum Beispiel einen Geldbetrag oder ähnliches, wenn man diesen Handauftrag überlebt, dass man so eine Motivation hat auch, so ein zusätzlichen Wow-Effekt, geil, wir haben es geschafft und kriegen noch eine Belohnung. Und ich denke, dieses UAV, was nur von kurzer Dauer ist, ist eine tolle Lösung, nochmal sich in Sicherheit zu wiegen, nochmal abzuklären, wie man weitermachen kann und gerade dadurch, dass jetzt, kommen wir gleich zu, die UAVs so teuer geworden sind, nochmal einen besonderen Wert hat. Also das sind ganz, ganz tolle Änderungen. UAVs am Ende eines Handauftrags, wenn man diesen überlebt. Kommen wir jetzt nochmal zu den ökonomischen Veränderungen und hier hat es ganz krasse Veränderungen gegeben. Interessant, wir sind ja in der Beta momentan der DMZ und das ist natürlich die perfekte Zeit, um vieles auszuprobieren, um auf den Kopf zu stellen, von ganz niedrig auf ganz hoch und so weiter und so fort. Ich finde es übrigens auch geil, dass 6er Platoons getestet wurden, ist leider schief gegangen, jetzt mit den 4er Platoons geht's weiter und ja, ich finde es toll, dass sie überhaupt diesen Mut haben, sage ich jetzt mal, solche doch sehr speziellen Mechaniken, insbesondere für Call of Duty zu testen, wo es eigentlich nur darum geht, andere Spieler zu töten. Also, dass in der DMZ so viel ausprobiert wird, so viele andere Lösungen versucht werden zu finden, das ist schon krass. Und auch jetzt hier diese Preisveränderung. Wir gucken uns mal zum Beispiel das Medium Backpack an. Also der normale Rucksack finde ich persönlich nicht so toll. Von 5.000 auf 6.500 Dollar gestiegen der Preis. 5.000 konnte man sich super merken. 6.500, so eine schiefe Zahl. Aber ist teurer geworden und das Ganze sieht man hier im großen Rucksack, der von 30.000 auf 50.000 gestiegen ist. Was schon eine krasse Änderung ist. Genauso wie der 3-Plattenträger, der von 35.000 auf 65.000, also fast verdoppelt wurde im Preis. Wenn man das jetzt zusammenzählt, großer Rucksack und 3er-Plattenträger, sind wir einfach mal bei 115.000 Dollar, was schon eine ordentliche Summe Geld ist. Für die Leute, die alle ihre Brieftasche auf 1 Million haben und viel Geld haben, selbst für die wird es auf Dauer sehr kostspielig sein, immer wieder diese Ausrüstung zu holen. Ist aber noch machbar, aber es wird noch krasser. Und zwar ist es so, dass die Drohnen von 12.000 auf 100.000 Dollar angehoben wurden, also eine neunfache Vergrößerung des Preises, was unglaublich krass ist. Und damit werden natürlich viel, 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 viel weniger Drohnen gezündet. Und es geht nochmal krasser weiter. Die erweiterte Drohne, die Advanced UAV, wurde von 12.000 auf 200.000 Dollar erhöht. Also es kostet jetzt so viel wie ein MRAP. Und wir werden praktisch gar keine gekauften UAVs mehr finden. Was krass ist, was die Strategie wiederum auf Karten wie Ashika komplett ändern wird. Und was auch generell auf allen Karten sehr, sehr viel weniger Drohnenaktivität mit sich bringen wird. Das Ganze hat bis jetzt zwei Konsequenzen, die wir bereits spüren. Und zwar zum einen ist es natürlich so, weniger Drohnenaktivität heißt weniger Spieler jagen, weniges aktiv
reingehen, nur um Spieler gegen Spieler Kontakte zu suchen. Es wird grundsätzlich etwas weniger. Also ich sag mal, der Anreiz für reine Spielerjäger ist etwas geringer hier und da. Das andere ist natürlich, dass das Spieltempo dadurch auch verändert wird, weil ein Team, welches nicht gezielt auf Gegner draufgehen kann, wird anders spielen. Auch die Preiserhöhungen sorgen dafür, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr sorgt um seine Ausrüstung, weil seinen großen Rucksack zu verlieren, seinen Dreierplattenträger zu verlieren und so weiter oder seine Advanced UAV zu verlieren, das sind eben mal eine Viertelmillion Dollar, die zu verlieren. Das Kurs tut dann vielleicht schon ein bisschen weh bei dem einen oder anderen, was dazu führt, dass die Wertigkeit des Spielers steigt, also des Spielerlebens in einer Runde, und dass man sich doch vielleicht doch mehr ärgert als sonst, wenn man stirbt und vielleicht etwas mehr Vorsicht walten lässt. Vorsicht bedeutet langsameres Spielen, umsichtigeres Spielen, vorsichtigeres Spielen, und das könnte wiederum dazu führen, dass das ganze Tempo herabgesetzt wird und ja, das ganze Gameplay in der DMZ vielleicht so ein bisschen einen anderen Flow bekommt. Wir erinnern uns an Season 1, da war es schon ähnlich so, Leute sind reingegangen, oh, was ist hier los, haben um sich Sorgen gemacht, die Cooldown-Zeiten für Waffen waren extrem hoch, es gab keine 15-Minuten-Waffen, das Aufheben ging nicht, also man hat schon sehr viel, eine höhere Wertigkeit gehabt seines Lebens, die Runden waren viel, 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 viel langsamer. Und dieser Schritt führt wahrscheinlich dazu, und das sehen wir jetzt auch schon, dass insgesamt wieder DMZ ein bisschen entschleunigt wird. Es sind auch Waffenteile dazugekommen und ein sehr interessantes Waffenteil ist hier der Maelstrom-Doppelabzug. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann seht ihr das Ganze unten rechts. Maelstrom-Doppelabzug für die Lockwood 300. Das ist so ein bisschen eine Anlehnung an die neue Waffe, die kommen wird. Und zwar kommt eine Doom-Waffe, die doppelläufige Shotgun. Und die soll in der Lage sein, oder ist in der Lage, beide Kugeln gleichzeitig abzufeuern, was natürlich ein unglaubliches Schadenspotenzial hat. Um das Ganze einzuführen, haben sie bereits den Doppelabzug reingeführt. Ihr könnt ihn bekommen, indem ihr 15 Nahabschüsse mit einer Shotgun absolviert. Also 15 Abschüsse auf kurze Distanz an Operatoren, ganz wichtig, nicht an Bots. Schalten euch diesen Abzug frei und den könnt ihr dann in der Lockwood einbauen. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Und zwar führt es einfach dazu, dass ihr mit einem Schuss beide Schüsse abfeuert. Ihr seht, beide Kugeln abfeuert. Ihr seht, die Kugeln werden dann entsprechend nachgeladen und der Gegner wird direkt von zwei Kugeln getroffen. Das Ganze ist so stark, dass dieser doppelte Kugeleinschlag dazu führt, dass Spieler mit drei Platten, also Leute, die drei Platten anhaben, voll aufgeladen, mit einem Schuss down gehen. Natürlich kommt es ein bisschen auf die Distanz an, aber selbst im Hipfire ist es so. Also wenn man aus der Hüfte schießt, dass ein Gegner mit drei Platten down geht, das ist sehr, sehr stark. Ist bereits verboten worden. Im Ranking-Modus ist diese Waffe, die Lockwood 300, nicht mehr erlaubt. Wer hätte das gedacht, dass jemals eine Lockwood 300 verboten wird? Aber es ist tatsächlich so, momentan ist sie komplett verboten und damit sehr, sehr stark im Battle Royale-Modus. Aber natürlich auch in der DMZ. Also probiert es gerne mal aus. Ich verlinke euch das Bild dazu. Ich habe nämlich hier noch was vorbereitet. Und zwar haben wir es endlich mal geschafft, die ganzen Builds online zu bringen. Ihr findet hier die ganze Meta-Builds momentan von der DMZ, die wichtigsten Waffen. Ich schiebe euch gleich die Lockwood hier mit rein. Dann könnt ihr das Ganze abrufen. Also zum einen habt ihr hier den Meta-Baum für die DMZ. Und natürlich die einzelnen Loadouts, wo ihr die Waffen mit Tuning und so weiter abrufen könnt. Also alle Waffen, die hier in diesem Meta-Loadout drin sind, die findet ihr entsprechend auch in den einzelnen Loadouts in den Details. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns in den Livestreams oder im nächsten Video oder spätestens am Donnerstag zu dem Live-Event, zu der Watch-Party. Ich freue mich mega. Denkt dran, Popcorn, Nachos nicht vergessen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sag hasta Lego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.